Da wir in den letzten Parts die jeweiligen Cups des 50cc Modus gemacht haben, kommt heute nun der 100er CCM heute dran. Diesmal mit Peach, weil die sind wir auch noch nicht gefahren. Und wir fangen wieder, also wir gehen Reihe durch, wir fangen wieder an mit den Pilz Cup. Natürlich wieder in Peach Strecke. Also erwähnen werde ich es vielleicht mal so, mal schauen. Weil ihr kennt ja jetzt eigentlich sogar die Strecken vom 50er CCM. Habe ich euch auch alle gezeigt, auch namentlich genannt. Und ja, wieder hier erste Strecke, Peach Piste, wie halt gerade gesagt. Ist auch gerade gut, weil wir auch gerade mit Peach fahren. Aber die fährt sich irgendwie gerade genauso gut wie Toad. Ist auch ein Leichtcharakter. Obwohl ich aber irgendwie finde, dass Toad irgendwie... Der zählt zu den Leichtcharakteren mit und lieber blocken hier als Banane und so, sonst wegen roter Panzer, mal gerade blockiert zum Glück. Ja genau, wegen Toad. Ich finde, dass da Toad eigentlich der leichteste Charakter ist, weil Peach finde ich nicht, dass die zu diesen Leichtcharakteren gehört. Ich würde lieber so ungefähr wie Mario die mit hinzufügen, ungefähr. So mittelmäßig. Zwar auch bisschen mehr Schnelligkeit, aber nicht halt genauso wie bei Toad, weil ich glaube, weil ich habe es jetzt nicht gerade richtig gesehen. Die müsste genau dieselben Stats haben wie Toad. Aber na egal, so wurde es halt früher gemacht und da müssen wir halt damit leben. Aber bei den jetzigen Teilen, also sag ich jetzt mal noch MKW, MK7 und Mario Kart 8. Mittelcharakter. Mir fällt dazu auch kein anderes ein, habe ich auch früher auch privat gesagt, weil ja, das ist halt so ein Mittelgegend halt. Wo es halt noch ein paar Charakter gibt, die sind halt so gleich, was jetzt Gewicht und Schnelligkeit und so dabei ist. So, Shy Guy Beach. Hier halt, ist halt 100 CCM und so. Aber bis jetzt ist es halt leicht, weil Peach ist halt ungefähr halt genauso schnell wie Toad, weil dieselben Stats und so. Laut Kasse sind wir auch schon ein bisschen in Führung. Oh. Also die Bobo hätte jetzt uns schon fast getroffen. Das war ganz knapp, ey. Zweite Runde. Geht auf jeden Fall jetzt hier schon mal schneller. Ist halt 100er CCM, dann geht es ein bisschen schneller. Wenigstens ist ein bisschen mehr was los, sag ich jetzt mal. Das ist nicht so. Ich habe zwar nichts gegen die 50 CCM, aber der ist irgendwie so voll lame. Irgendwie, das ist keine Ahnung, das dauert irgendwie alles viel zu lange. Deswegen 100, 150 finde ich immer am besten. Okay, am besten halt 150. Gut, dass ich sogar gewartet habe, weil Buhu hat man ja bekommen. Und der hat jetzt von dem Gegner einen Stern geklaut. Dann können wir ja den jetzt auch gleich einsetzen. Und ich würde sagen, jetzt. Ja, wir haben es geschafft. mit Peach ist es ja wirklich leicht. Mein Gott. Jo. Dann müsste das jetzt, was jetzt kommt, glaube ich, die dritte Strecke sein. Ja doch, Riverside Park. So, mal schauen, wie es sich hier im 100 CCM fahren lässt. So, mittlerweile habe ich den Turbostart auf jeden Fall sehr gut raus. Das ist so Gewöhnungssache, finde ich. Da muss man schon den Dreh dafür raus haben. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen reinkommen. Ich habe auch am Anfang einfach so gestartet oder so. Okay, ich habe es auch versucht, ein bisschen getimed an die Sache da ranzugehen, um einen Turbostart zu bekommen. Meistens hat es auch nicht so gut geklappt. Aber bis jetzt habe ich den Dreh raus. Außer. Ah, nee, ich lasse mich. Ach, wenn man sich verwandelt in so ein Buu. Also, nee, was heißt jetzt Buu? Jetzt in so eine kurze Zeit so eine Art Geist. Hat man nicht von roten Panzern oder sowas getroffen. Ist ja geil. Das fällt mir jetzt erst auf. Das weiß ich jetzt erst. Weil das ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass jetzt hier sowas passiert ist.
Ich habe noch Uhu bekommen, aber irgendwie die gleich den L-Knopf gedrückt halten. Okay, naja, was heißt L-Knopf? Das ist ja vom GBA-Emulator. Ja, genau. Starry. Wir lieben dich, Starry. Deswegen hast du Peach getroffen. Und zwar auch noch in den allerwertesten. Ich will nicht vorstellen, wie das gerade für Peach wehgetan hat. Nein, lieber nicht. Und vor allem. Ja, hallo, Vater. Und vor allem nicht gerade. Naja, ihr weißt schon Bescheid. Oh mein Gott. Fahr noch dagegen. Ey, egal ob das jetzt am Schluss ist oder Anfang der dritten Runde, immer. Immer. Ich kann es in jedem Part sagen. Das passiert immer. Okay, außer wenn ich mal Glück habe, dann fail ich halt mal nicht. Aber nur wenn ich Glück habe. Brauchen wir eh nicht mehr. Die Strecke haben wir auch abgeschlossen. Dann noch die letzte Strecke und dann sind wir auch wieder fertig damit. Und da kommen wir schon zur letzten Strecke und zwar mal wieder, zum zweiten Mal natürlich, Bowser's Castle. Kleine Strecke. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die hier bei Mario Kart 7 vorhanden ist, weil das wüsste ich jetzt gar nicht. Bei Mario Kart 7 habe ich leider nicht mehr, das ist irgendwie scheiße. Also nicht jetzt das Spiel. Das ist scheiße, dass ich das irgendwie, keine Ahnung, ich habe es irgendwie verloren, dann, ja, keine Ahnung. Das weiß ich selbst nicht. Ich konnte es da irgendwie dann auf einmal nicht mehr wiederfinden, ja, irgendwie, ja, meine Schuld. Ich muss uns jetzt gerade Bowser auf die Pelle rücken, was soll das? Muss jetzt failen. Hallo! Danke. Bekommen wir jetzt wenigstens irgendwas Gescheites oder so? Ey, cool, danke. Auf dem zweiten Platz ist Stern. Okay, auf geht's. Jetzt müsste ein Blitz kommen. ey, um Glück zu haben. Ach. Green Shell, treff ich? Nein, leider nicht. Scheiße. Ey, zweiter. Irgendein roter Panzer oder nochmal ein Stern wäre cool. Noch ein Stern? Nein! Oder. Ah, schade. Schade. Aber egal, der Goldpokal müsste hoffentlich sicher sein. Ich sag hier nur letzter Part Luigi. Mehr sag ich nicht dazu. Guckt euch einfach an oder falls ihr es noch nicht geguckt habt oder so. Entweder guckt euch an oder ich werde es einfach. Ja, ich werde es so machen. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich den Part, also den letzten Part, werde ich einfach unten in der Videobeschreibung packen. Ist besser. So, da wir diesmal wenigstens Erster geworden sind, und nicht wie im letzten Part mit Luigi Zweiter, weil wir irgendwie, keine Ahnung, E-Mails verkackt haben, irgendwie, ich bin irgendwie da zu dumm dazu gewesen, oder es war nicht mein Tag, oder keine Ahnung, bekommen wir hoffentlich mal eine gute Wertung, weil so schlimm war es eigentlich nicht. A-Rang. Finde ich ganz okay, ja. Sterne muss jetzt nicht sein, weil. Ja. Bei Baum. Ja. Immerhin. Goldpokal und. Jo. Weiter. Und gespeichert. So, dann werde ich erstmal sagen, was ist für heute? Wir sehen uns, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Sophia. Macht's gut, Leute. Haut rein.